herzlich willkommen bei uns. Wir haben eine kleine Deko aus Glas und Beton gezaubert. Das hier ist Betonaufsatz, ein schönes Glas dazu und schon ist eine tolle Deko gestaltet. Und wenn ihr sehen möchtet, wie sowas geht, ganz einfach zu machen eben, dann bleibt ein paar Minuten dran und schaut zu. Wir wünschen euch viel Spaß. Ihr benötigt für so ein Glas, wo dann eine Kerze draufstehen soll, mit Betonsockel oder Betondeckel, Sockel ist es ja nicht, braucht ihr natürlich erstmal ein Glas und ihr braucht etwas, wo ihr den Beton reinfüllen könnt. Ihr könnt jetzt entweder euch ein Original aus, wie heißt das, aus Modelliermasse oder aus Fimo machen, was so ungefähr hier reinpasst und vielleicht auch hier oben noch einen Deckel drauf hat. Oder ihr nehmt ganz einfach solche kleinen Steckschalen, nennen die sich, für Tischgestecke. Die kann man beim Floristen kaufen, also im Blumengeschäft, oder könnt auch online bestellen, bei eBay sicherlich. Und da kann man den Beton reingießen und hat dann gleich so ein Teil eben komplett fertig. Diese kleinen Steckschalen gibt es in verschiedenen Größen. Die findet ihr, wie gesagt, bei eBay oder im Internet. Einfach mal gucken, Steckschalen. Und dann könnt ihr euch eine Größe aussuchen oder ihr sucht euch ein passendes Glas. Ich hoffe mal, das passt hier so rein, aber ich denke mal, das müsste so passen. Und weil wir ja mit Beton arbeiten, wie immer, diese Plastikschälchen mit Öl einstreichen, damit der Beton nachher wieder rausgeht. Das machen wir jetzt hier auch. Also an das Öl müsst ihr immer denken, wenn ihr mit Plastikschälchen oder irgendwas arbeitet. Öl darf man nie vergessen. Wenn ich welche finde von diesen Teilen im Internet, verlinke ich euch das natürlich. Ich habe meine bei mir im Blumengeschäft einfach kaufen können. Hat nicht mal einen Euro gekostet, so ein Teil. Und was ich euch noch sagen wollte, hier an der Seite sind immer solche kleinen Knubbel eingearbeitet. Nicht nur nach oben stehend, sondern leider auch längs. Und die haben wir mit dem Messer ein bisschen abgekratzt, damit sich da kein Beton hinter verkanten kann. Also wenn da solche Knubbeln irgendwie drin sind, versucht die abzukratzen, sonst hakelt sich der Beton dahinter fest. Und dann kommt auch schon der Beton ins Spiel. Ihr rührt euch da an, was ihr gerne haben möchtet. Entweder eine Fertigmischung, also Betonestrich oder Zementmörtel. Bei Zementmörtel ist ein bisschen wenig Zement drin, da kann man immer noch ein bisschen was dazu machen. Oder ihr nehmt so einen Kreativbeton, den gibt es ja auch von vielen verschiedenen Firmen. Oder ihr rührt euch eben Sand und Zement an, wie ihr das gerne möchtet. Ich habe mir jetzt hier meine Mischung schon wieder fertig gemacht und gieße die jetzt hier einfach mit rein. Nicht ganz voll, immer ein klein bisschen Rand lassen. Lässt sich nachher besser entschalen, also besser rausmachen. Und jetzt habt ihr nochmal die Wahl, ob ihr das oben glatt lassen wollt oder ob ihr gleich ein... Naja, so eine Vertiefung reinmachen wollt für eine dicke Stumpenkerze oder auch für eine dünnere. Ich habe jetzt hier, ich hebe mir immer alte Packungen auf. Ich weiß gar nicht, was da jetzt drin war. Da waren Silikonformen drin. Diese Teile aus Plastik hebe ich mir immer auf. Betonierer oder Bastler können alles irgendwann gebrauchen. Und ja, jetzt brauche ich sie hier gerade wieder. Das habe ich mir ein bisschen zurechtgeschnitten, das eine schon. Das andere mache ich jetzt hier noch. Und dann kann man das als Platzhalter damit einarbeiten, einbetonieren. Das Teil wird dann jetzt von unten mit Öl eingestrichen, damit es besser rausgeht. Und dann kann das hier eingesetzt werden und wird ein bisschen beschwert. Mal gucken, dass es mittig ist. Dann kann man die ganze Sache ein bisschen beschweren. Womit ihr dann jetzt das Ganze beschwert, ist eure Sache. Ich habe jetzt hier so eine kleinen Teile vom Bürokrams drin. Und ja, da muss man das jetzt mindestens 24 Stunden aushärten lassen. Ihr könnt dann natürlich auch ein bisschen trockenen Beton reinmachen oder Sand oder Steinchen, was ihr gerade so zur Hand habt. Und das stellt ihr dann beiseite, wie gesagt, 24 Stunden aushärten lassen. Nach 24 Stunden war jetzt mein Beton so weit getrocknet, dass man den schon aus der Form nehmen kann. Und dann kann man den außerhalb der Form noch weiter trocknen lassen. Jetzt müsst ihr hier ein bisschen drücken und krackeln. Das geht nicht so einfach aus der Form raus, aber immer mal ein bisschen an den Seiten wackeln und vorsichtig von unten gegen schieben, dass es rauskommt. Und irgendwann, wenn es dann genug Luft gezogen hat, dann macht es irgendwann mal so pfft und dann ist Luft drin und dann geht es auch raus zu drücken und fällt dann raus. Oh. Jetzt könnt ihr da noch ein bisschen mit Sandpapier bearbeiten, was jetzt so scharfe Kanten sind oder sowas, wird noch ein bisschen abgeschliffen. Was ich hier oben so als Wasser abgesetzt hatte, das wird auch ein bisschen weggeschliffen, damit das glatt wird alles schön. Und auch hier drin. Das sind bloß ein paar oberflächliche Luftbläschen.
die sich da abgesetzt hatten. Das kann man alles ein bisschen wegschleifen. Dann könnt ihr die Teile noch ein bisschen farblich verzieren. Ich möchte ja gerne, dass der Betoncharakter so ein bisschen erhalten bleibt. Deswegen kommt da jetzt nicht total Farbe ringsrum drauf geklatscht, sondern nur so dieses Pünktchen malen. Und da wird dann immer bloß so ein Halbkreis oder ein ganzer Kreis draufgesetzt mit irgendwelchen Hilfsmitteln, die ihr euch nehmt. Ich habe jetzt hier so einen umgedrehten Bleistift. Ihr könnt irgendwelche Häkelnadeln nehmen oder irgendwas, was hinten runden Abdruck macht und dann Pünktchen setzen. Ganze Pünktchen oder halbe Pünktchen, wie ihr das möchtet. Wenn die Deckel dann fertig dekoriert sind, also ich habe jetzt hier bloß so ein paar Punkte drauf gesetzt, den anderen hier, den lasse ich ganz in Betonoptik, weil wenn man noch Deko ins Glas macht oder ans Glas, dann braucht man da vielleicht gar nicht so viel Deko ranmachen. Dann könnt ihr das auf das passende Glas setzen. Ich hatte ja zu Anfang dieses Gurkenglas hier, ist natürlich Pech, da passt das Teil nicht rein. Also musste ich mir was anderes einfallen lassen, aber wir haben ja zum Glück noch andere Gläser. Das sind solche Sturzgläser, nennen die sich. Da passen diese Dinger dann jetzt hier genau drauf, diese Kerzenhalter. Da habe ich jetzt ein kleines und ein großes. Das gibt es in so geschwungen oder eben in gerade. Und dann kann man die Gläser jetzt noch weiter dekorieren. Also entweder durch Sachen, die ihr reinmacht oder durch Sachen, die ihr drauf macht. Ich habe mich jetzt bei dem kleinen Glas dazu entschlossen, so ein bisschen Schrift drauf zu machen. Dafür habe ich hier so eine selbstklebende Schablone aus Gummi oder sowas sind die gefertigt. Und dann gibt es Kreativcreme. Also ihr könnt es jetzt einfach mit einer Acrylfarbe ein Motiv draufstupfen. Es gibt solche Rubbelbilder, also Rub-Ons. Oder es gibt Schiebebilder, die man draufkleben kann. Ich arbeite eben halt viel mit Schablonen und mit Farben. Und diese Kreativcreme hier von Pinky oder von Viva Decor, die gibt es von beiden. Also ich glaube, Pinky ist auch Viva Decor. Die kann man, selbst wenn sie trocknet ist, hinterher wieder abwischen und dann könnt ihr ein neues Motiv drauf machen. Wenn ihr jetzt das Glas für Ostern halt dekoriert, dann könnt ihr das über Ostern stehen lassen. Und wenn ihr das nicht mehr haben wollt, dann wascht ihr das einfach wieder ab und könnt das Glas wieder neu gestalten. Das finde ich eine coole Idee, solche Cremes hier zu verwenden, weil man die immer wieder neu machen kann, ohne jetzt immer wieder neue Gläser kaufen zu müssen. Also nach dem Aufspachteln halt einfach wieder die Schablone abziehen und dann hat man das Glas so in der Farbe gestaltet, wie man sich jetzt gerade ausgesucht hat. Ich habe jetzt hier so ein Gelb genommen, es gibt aber auch Grün oder Koralle oder Blau. Da gibt es ganz viele verschiedene Farben. Wenn ihr da mal schaut im Internet, werdet ihr das finden. Und diese Creme, die wird dann jetzt auch fest, die trocknet und wird fest. Und ja, wie gesagt, wenn ihr das nicht mehr haben wollt, wascht das einfach wieder runter. Dann wascht ihr das Glas ab und dann ist es wieder weg. Dann könnt ihr da eben jegliche Deko reinsetzen, die ihr wollt. Ich habe jetzt hier einfach mal so eine Eule genommen, setzt dann das Oberteil drauf, nehmt dann eine Kerze nach Wahl. Ich habe jetzt hier, hatte ich euch schon ein paar Mal gezeigt, wie man solche Kerzen selber gestalten kann. Jetzt entweder mit einer Rose, ist schon mal ein cooles Teil, oder mit einem Osterhäschen selbst gemalt oder eben ganz einfach eine ganz normale Stumpenkerze oder hier mit solchem Muster. Das ist euch ganz überlassen, was für Kerzen ihr da nehmt, aber das ist immer wieder eine neue Variante, um sowas halt zu gestalten. Und jedes Mal sieht es wieder anders aus. Ihr könnt da natürlich jetzt auch einfach ein bisschen Dekosand reinmachen und irgendwelche Dekorationen reinstellen. Ich habe jetzt hier noch so einen kleinen Vogel. Kann man so einen kleinen Vogel mit reinsetzen, den Deckel drauf machen. Ihr könnt dann hier noch so Bänder mit ansetzen, die man dann, wo man dann einfach noch ein bisschen was mit dran klebt. Bisschen Heißkleber und ein Schmetterling noch mit dran gesetzt oder da fallen euch sicher ganz viele Sachen ein, die ihr da noch verwenden könnt zum Gestalten. Schmetterling oder ein Herzchen. Oder beides. Ein Herz. Und dann auch wieder einfach die Kerze drauf und schon ist das Teil eigentlich auch schon wieder fertig gestaltet. Da gibt es jetzt ganz viele verschiedene Varianten. Ich probiere da jetzt auch ein paar Varianten aus. Aber so die Gläser mit diesem Beton
Deckel oder was sagt man jetzt dazu? Kerzenhalter aus Beton ist es halt. Ist eine coole Variante, um tolle Kerzenhalter zu kreieren, zu zaubern und immer wieder neu zu gestalten, je nachdem zu welchem Anlass oder zu welcher Jahreszeit ihr das haben wollt. Das Glas könnt ihr immer wieder neu gestalten. So ist dann jetzt eine kleine Dekoration gezaubert, ganz schnell im Handumdrehen aus Beton und Glas. Beton und Glas ist immer eine coole Variante. Habe ich euch ja schon mehrere Sachen gezeigt. Beton und Glas passt immer super zusammen. Also probiert es mal aus, ganz einfache Deko zu zaubern, ganz schlichte und dennoch schöne Deko. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig, schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird.